Was geht, WW-Universum, und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf Paraflow. Heute gibt es mal wieder eine Episode Flow's Point. Beim letzten Mal hatten wir das Thema mit Jinder Mahal und warum ich es gut finde, dass er ja WWE-Champion jetzt ist. Aber heute bin ich nicht alleine. Ich habe den guten Martin Guerrero dabei. Falls ihr ihn noch nicht kennt, Martin, stell dich doch mal vor. Einen wunderschönen guten Tag. Martin Guerrero mein Name, ich mache WWE-News auf YouTube. Sollte man kennen als Wrestling-Fan. Also wenn ein Martin nicht kennt, was ich nicht glaube, dass das so ist, aber falls schon, dann wisst ihr Bescheid. Link auf jeden Fall in der Beschreibung. Heute soll es aber um was anderes gehen, nämlich um Wrestler, die kritikresistent sind und einen direkt auf Twitter blockieren. Frage hier an Martin, du hast ja auch Erfahrung in der Hinsicht, du wurdest ja von Sin Cara blockiert. Warum, was ist denn da passiert? Ja, also ich habe heute eine News machen wollen, also News vorbereitet, und Sin Cara hat ja irgendwie neues Merchandise im Shop und hat darüber einen Tweet abgesetzt. Und den Tweet wollte ich mir natürlich angucken und ich klicke den an, weil ich über eine andere Seite davon gelesen habe und sehe, dass Sin Cara mich blockiert hat. Und ich denke mir so, what? Was hab ich denn mit Sin Cara zu tun? Und ja, dann habe ich mal so die Tiefen meines Twitter-Feeds durchsortiert und durchgesucht. Und es kam raus, dass ich vor einem Jahr, vor einem Dreivierteljahr ungefähr, habe ich an Sin Cara geschrieben, Sin Cara ist dicker geworden, dachte immer, schwarz macht schlank. Das war gerade da, wo er seine neue Gear hatte. Und ja, ich habe es aber auf Deutsch geschrieben, was mich schon mal sehr stutzig macht. Aber markiert hast du ihn, oder? Ja, markiert. Ja. Also Ed Sin Cara ist dicker geworden, so habe ich es halt geschrieben. Okay. Also er hat es gelesen, keine Ahnung. Es gibt ja auf Twitter wahrscheinlich auch die Funktion, das gleich übersetzen zu lassen. Und dann hätte das ja auch rauskriegen können, was ich da geschrieben habe. Ja, aber Martin, du bist nicht alleine. Ich wurde auch blockiert, nämlich von David Otunga. Den habe ich einfach nur gefragt, was machst du eigentlich am Kommentatorenpult? Man hört dich doch sowieso nie. Naja, fand er anscheinend nicht so lustig, hat mich daraufhin auch blockiert. Das mit Sin Cara und alles, das geht nicht nur uns so. Wir können aufatmen. Ich habe ja auf den Social Media Plattformen gefragt, ob ihr von irgendwelchen Leuten blockiert wurdet. Falls ja, mit Screenshots. Und da kam jede Menge. Die laufen jetzt mal im Hintergrund und wir sprechen weiter darüber. Das sind ja die kleinsten Gründe, die banalsten Gründe. Wenn nur ein Hauch Kritik in diesen ist, wirst du gleich geblockt. Beispiel hatten ja gerade wir beide, aber auch von euch kam was an. Higa Digga zum Beispiel, geblockt von Sheamus, weil er meinte, dass die Best of Seven Series langweilig ist. Oder der Dennis, geblockt, weil der meinte, der Bart von CM Punk gefällt ihm nicht. Klar muss man auch sagen, wir wissen natürlich nicht, was bei diesen Beispielen wirklich passiert ist und müssen uns auf die Aussage von beiden verlassen. Aber ich glaube mal, ich muss den einfach glauben, also von daher. Martin, wenn wir Hate bekommen oder Kritik, gibt es zwei Sachen, die wir machen können. Ignorieren und, was war denn das jetzt? Ach so. Ich habe dir gerade ein Bild geschickt. Guck dir das mal an. Guck dir mal das Bild an. Ich guck mal das Bild an. Jetzt kommt. Auf diesem Bild bin ich zu sehen mit Hudiko, der ja gerade unter der Sin Cara-Maske steht. Das heißt, wir haben uns schon getroffen, wir haben uns berührt, wir haben Fotos zusammen gemacht und der Assi blockiert mich einfach. Der weiß schon wieso, ne? Da könnte mir gefährlich werden, den blockiere ich mal lieber. Der Hudiko. Ja. Ja, sorry, was übrigens, ich nicht unterbrechen, aber ich fand das kein lustig. Problem. Ich nutze das direkt mal für Werbung. Wenn ihr wissen wollt, was aus dem ersten Sin Cara geworden ist, klickt mal auf die Infokarte, wo jetzt eingeblendet wird. Da erkläre ich das. So, kommen wir mal zurück zum Thema. Wie gesagt, das sind die banalsten Gründe. Und wir würden es ja wahrscheinlich einfach ignorieren oder ja gar nicht groß drauf eingehen. Da wird man da teilweise direkt geblockt. Martin, was meinst du? Was ist da los? Warum werden wir direkt blockiert? Oder allgemein, wenn ein bisschen Kritik dabei ist? Also ich kann mir vorstellen, dass es halt daran liegt, dass sie einfach mal viel zu viele Nachrichten kriegen. Dass halt der, guck mal, was weiß ich, wie viele Millionen Follower die alle haben. Oder sagen wir mal, hunderttausende Follower, die da auch ein kleiner Wrestler hat. Und die werden tagtäglich zugebombt mit irgendwelchen bescheuerten Nachrichten.
Und ich denke mal eher, dass es denen so auf den Sack geht, dass die irgendwann sagen, ey, was, scheiße, ich blockiere jetzt alle. Ja, aber pass mal auf, wenn du es einfach ignorierst, das wäre kein Klick. Blocken sind mindestens zwei. Wäre dann ignorieren nicht die bessere Variante? Ich denke doch schon, oder? Ja, auf jeden Fall, aber wenn du blockiert hast, dann kommt der nächste Hate ja nicht mehr an. Also dann das stimmt natürlich das auch. Ja, das ist ja in die Zukunft Zeit investieren. Das stimmt natürlich auch wieder, aber wie schon gesagt, das meiste ist ja einfach nur ganz normale Kritik. Das artet ein bisschen aus, ich weiß nicht. Die leben alle in einer Blase, in der es Kritik nicht gibt. Folgst du diese Theorie auch oder was meinst du dazu? Ja, weiß ich nicht. Wenn man irgendwann auf so einem Niveau ist, dann glaube ich, ist es ein vielleicht nicht egal, aber es nervt halt einfach nur noch. Gerade auch, also ich sag mal, bei so Situationen wie jetzt mit Sheamus, die Best of Seven Series ist langweilig. Das wird er sich vielleicht auch denken. Aber er kann dagegen nichts machen, weil er ja auch nur das machen soll, was oben gesagt wird. Und ja, klar. Von daher wird er wahrscheinlich sich denken, ja, ich weiß, ich find's auch scheiße. Halt jetzt dein Maul. So, ne? Da würde ich sagen, da verstehe ich's noch. Aber wenn ich jetzt so Sachen habe wie, weiß ich nicht, wie der CM Punks Bart, so, ne? Der gefällt mir nicht. Ja, gut, okay. Pech. Leb damit. Weißt du? Das ist dann halt schon, naja, sehr schwierig. Ja, aber warum nicht einfach ignorieren? Wie schon gesagt, das sind null Klicks und wenn man darauf eingeht, sind es mindestens zwei. Könnten das vielleicht auch Anweisungen von der WWE sein? Ich glaube. Kann natürlich auch sein, ja. Können natürlich auch sein. Wir können natürlich nur spekulieren. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr denkt, warum man so schnell von WWE Superstars oder allgemein von Wrestlern blockiert wird, wenn ein Hauch Kritik dabei ist. Und ich würde sagen, Martin, vielen Dank, dass du bei dieser kurzen Runde dabei warst, bei diesem Thema. Folgt ihm auf jeden Fall auf Twitter, Instagram, Snapchat hast du auch, oder? Ich habe alles. Du hast alles, also überall. Links sind auf jeden Fall in der Beschreibung. Ihr, wenn ihr ihn euch kennt, was ich nicht glaube, dann folgt ihm mal. Meine Social Media Plattformen sind natürlich auch in der Beschreibung plus Twitch-Account. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, schöne Nacht, wann ihr halt dieses Video schaut und ciao.